Moin Moin aus Hamburg zu Transfermarkt TV und heute haben wir natürlich auch wieder viele spannende Themen. Die Frage ist, verlässt ein Europa League-Held die Eintracht Richtung Manchester United und geht der Aderlass beim VfB Stuttgart jetzt erst so richtig los? Kalajdzic und auch Borna Sosa sind im Fokus von anderen Teams, Bergamo und West Ham United rufen. Wir starten aber jetzt erstmal mit einem Bundesligisten und Hertha BSC, denn Abwehrspieler Dedrick Boyata verlässt den Hauptstadtclub Richtung Belgien. Er wechselt für 2 Millionen Euro Ablöse zum FC Brügge. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger unterschreibt in seiner belgischen Heimat einen Vertrag bis 2025. Ursprünglich war er noch bis 2024 an die alte Dame gebunden. Zweite Liga. Der erste FC Kaiserslautern hat im Abwehrzentrum nachgelegt. Wie die Pfälzer mitteilten, wechselt Robin Bormuth auf Leihbasis innerhalb der zweiten Bundesliga vom SC Paderborn zu den Roten Teufeln. Der 26-jährige Innenverteidiger kam erst in diesem Sommer ablösefrei vom Karlsruher SC und soll auf dem Betzenberg Spielpraxis sammeln. Und es könnte noch zwei weitere Neuzugänge beim starken Aufsteiger geben. Dem Vernehmen nach, so berichtet es die Bild, arbeitet der Club an einer Verpflichtung zweier Offensivspieler. Das ist einmal Aaron Opoku vom Hamburger SV. Es heißt, dass für den 23-Jährigen auch schon ein Angebot abgegeben wurde. Und Philipp Clement vom VfB Stuttgart steht ganz oben auf der Liste. Bei ihm sieht es gut aus, heißt es, die Zeichen stehen auf Transfer. Was sich am Wochenende abgezeichnet hatte, ist nun offiziell. Marin Pongracic verlässt den VfL Wolfsburg erneut leihweise und schließt sich dem Serie A-Aufsteiger US Lecce an. Wie die Italiener mitteilten, sicherten sie sich eine Kaufoption für den 24 Jahre alten Innenverteidiger, der bei den Wölfen noch bis 2024 unter Vertrag steht. David Hanko wechselt von Sparta Prag zu Feyenoord Rotterdam. Die Niederländer statten den Innenverteidiger mit einem 4-Jahres-Vertrag aus und legen eine Ablöse von 6 Millionen Euro auf den Tisch. In seiner noch jungen Karriere ist der slowakische Nationalspieler schon dreimal für eine Ablöse gewechselt. Insgesamt sind die Erlöse 12,3 Millionen Euro hoch. Soweit zu unseren fixen Transfers und jetzt sind wir in der Gerüchteküche und da sind wir bei einem Gerücht, das wohl den Sommer nochmal so richtig heiß aufleben lassen könnte. Kevin Trapp steht auf der Liste vom englischen Rekordmeister Manchester United. Es heißt, es soll sogar ein Angebot abgegeben worden sein. Der Hessische Rundfunk erhält dagegen und sagt, nein, bis jetzt sei noch kein Angebot eingetroffen. Auch Sport1 berichtet, dass noch kein Transferangebot abgegeben wurde. Sie sagen aber, United hat wohl angefragt, ob der Club mit Trapp sprechen dürfe. Die Hessen lassen dies demnach zu. Für viele erstmal unverständlich, aber die Gespräche über eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Arbeitspapiers hätten zuletzt gestockt. Laut dem Kicker wird eine formale Offerte im hohen einstelligen Millionenbereich am Dienstag erwartet. Also heute. Trapp winke in Manchester ein 4-Jahres-Vertrag. Dazu übrigens eine ganz frische Meldung von gerade eben. Laut Sport1 möchten die Red Devils den Deutschen sogar zu Nummer 1 vor David De Gea machen und mit einem Jahresgehalt von sage und schreibe 10 bis 11 Millionen Euro pro Jahr ködern. Grund genug für uns, David De Gea, den Stammtorwart von Man U, mal mit Kevin Trapp zu vergleichen. Beide haben in der letzten Saison 46 Spiele absolviert und relativ ähnlich auch Gegentore kassiert. Trapp auf der einen Seite 61, der Spanier auf der anderen 66. 7:10:0 Spiele, auch das geht dann wohl an De Gea. Und Kevin Trapp hat aber einen großen Titel geholt und dabei hervorragende Leistung gebracht. Er ja auch der TM-Torwart der vergangenen Saison in der deutschen Bundesliga. Und der Marktwert spricht auch für David De Gea. Er kommt auf 15 Millionen, Kevin Trapp auf 7. Aber das heißt noch gar nichts. Und unterdessen haben sich die Verantwortlichen der Eintracht gestern zu Wort gemeldet und gesagt, es gibt bisher kein Angebot und auch keinen Kontakt zu United, so Sportvorstand Markus Krösche zu der Bild. Trainer Oliver Glasner meinte, ich bin nicht der letzte Entscheider. Aus sportlicher Sicht würde ich so einen tollen Torwart und Menschen natürlich gerne behalten. Er ist ein großes Vorbild, immer einer der Ersten beim Training. Und Kevin Trapp selbst sagt, da kann ich Ihnen gar nichts zu sagen. Und deswegen unsere Einschätzung, Daumen ja mittelhoch.
Manchester United scheint sich wirklich mit Trapp auseinanderzusetzen. Die Eintracht ist wohl auch für Gespräche bereit. Der Keeper nicht abgeneigt, sein Können wohl auch nochmal in der Premier League unter Beweis zu stellen. Und wenn ein Club wie United ruft, scheint die Stahlkraft noch groß zu sein. Zudem dieser Wahnsinnsfaktor Gehalt. Fraglich jedoch, ob er sich sportlich überhaupt gegen De Gea durchsetzen wird. Und auch hier ähnlich wie bei Kostic könnte er es verpassen, sich bei den Hessen zur absoluten Vereinslegende zu machen. Und ja, United, da ist noch Budget frei. 143,02 Millionen für 3 Spieler, Eriksen ablösefrei. Da dürfte noch Platz sein für den einen oder anderen Transfer. Und natürlich dann auch fraglich, was mit Ronaldo ist. Denn auch der würde ja die ein oder andere Million nochmal freisetzen. Borussia Mönchengladbach steht offenbar vor einer Leihe von Julian Weigl. Wie das portugiesische Blatt Rekord berichtet, soll der 26 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler von Benfica Lissabon zu den Fohlen wechseln. Weigl steht bei Benfica noch bis 2024 unter Vertrag und wurde auch zuletzt von Frankfurt und Hertha BSC umworben. Auch Vereine aus dem Ausland wurden genannt. Neues gibt es indes auch zu einer weiteren Personalie im Mittelfeld. Die Fohlen haben laut der L'Equipe eine mögliche Offerte für Kouadio Kone in Höhe von mindestens 35 Millionen Euro abgelehnt. Es wird spekuliert, dass der neureiche Verein das Angebot noch einmal deutlich erhöhen wird. Gladbachs Sportdirektor Roland Firkus hat in den vergangenen Wochen betont, dass der Spieler in diesem Sommer unverkäuflich sei, da der Mittelfeldspieler noch bis 2025 an den Bundesligisten gebunden ist. Die Personalie Sasa Kalajdzic ist beim VfB Stuttgart in diesem Sommer das alles beherrschende Thema und hat, egal ob es auf einen Wechsel oder Verbleib hinausläuft, große Auswirkungen auf die Kaderplanung der Schwaben. Nun scheint der Transfer des 25 Jahre alten Mittelstürmers Form anzunehmen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge laufen aussichtsreiche Gespräche mit den Wolverhampton Wanderers. Der Österreicher soll einem Wechsel auf die Insel offen gegenüberstehen und auch eine baldige Übereinkunft in Sachen Ablöse sei nah. Stuttgart fordert demnach 25 Millionen Euro und Wolverhampton sei bereit, diesen Betrag zu zahlen. Damit würde der Bundesligist ein Jahr vor Vertragsende exakt den Marktwert für den 2-Meter-Hühn einnehmen. Und der Aderlass bei den Schwaben könnte weitergehen. Sky zufolge hat Borna Sosa eine mündliche Einigung mit Atalanta Bergamo erzielt. Als nächstes sollen die Gespräche zwischen den Clubs starten. Im Raum steht eine Ablöseforderung von 20 Millionen Euro plus Boni. Laut Medienberichten in Italien von Sky Sport und Gianluca Di Marzio könnten sich die Vereine auch bei 12 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlung treffen. Der Vertrag des Kroaten läuft noch bis 2025. Neben Bergamo haben auch Lazio Rom und West Ham United Interesse bekundet. Und wir haben ja heute einiges an Gerüchten und es hört auch nicht auf. Juventus Turin ist auf der Suche nach einem Stürmer und hat jetzt 2 Kandidaten in den Fokus genommen. Das ist einmal Arkadiusz Milik, 28, von Olympique Marseille und er hier, Memphis Depay vom FC Barcelona. Mit dem Niederländer soll es jetzt auch heiß werden. Der soll nämlich ablösefrei nach Italien wechseln können und es ist die Rede davon, dass die einzige Hürde wohl noch das Gehalt des Niederländers ist. Und Milik hingegen, der bei Olympique Marseille noch bis 2025 unter Vertrag steht, würde laut Di Marzio per Laie plus Kaufoption kommen. Als Leihgebühr werden 2 Millionen Euro genannt. Der feste Transfer würde demnach weitere 8 Millionen Euro kosten. Nun liegt die Entscheidung bei Trainer Massimiliano Allegri, der frei entscheiden darf. Wie das neue spanische Medienunternehmen Relovo berichtet, sind sich die Blues mit dem FC Barcelona nach wochenlangen Spekulationen über einen Transfer des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang einig geworden. Demnach werde Chelsea rund 22 Millionen Euro Ablöse für den 33 Jahre alten Stürmer nach Katalonien überweisen. Die Summe könne sich durch Boni um weitere 5 Millionen Euro erhöhen. Es herrsche Optimismus, dass der Transfer in Kürze abgeschlossen werden kann, denn Barca braucht finanzielle Kapazitäten, um Koundé auch den bisher letzten hochkarätigen Neuzugang des Sommers anzumelden. Laut Fabrizio Romano war zwischen Newcastle United und dem FC Watford alles klar. Joao Pedro sollte unterschreiben und es hieß, nachdem die Magpies mit einer ersten Offerte gescheitert waren, sollten rund 30 Millionen Euro mit Boni in Höhe von bis zu 6 Millionen Euro den Ausschlag geben. Der 20-Jährige werde in Kürze bis 2028 unterschreiben, so die Meldung.
Anders sieht es laut einem Bericht der Zeitung The Telegraph aus. Watford habe auch dieses Angebot ausgeschlagen. Grund dafür ist demnach, dass den Hornets die Modalitäten für die Auszahlung der Boni nicht realistisch genug seien. Diese greifen wohl vor allem dann, wenn sich Newcastle über die Vertragslaufzeit regelmäßig für die Champions League qualifiziert. Am Ende wird es auch bei diesem Transfer so sein. Es gibt mehr Geld und Pedro wird wechseln. Obwohl sich Cavani schon längst mit Villarreal einig sein soll, bahnt sich eine Kehrtwende an, von der ausgerechnet Rivale Valencia profitieren könnte. Einem Bericht der Marca zufolge steht der Angreifer kurz vor einer Übereinkunft über einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. RMC Sport geht gar so weit, dass beide Seiten Einigung erzielt haben. Trainer Gennaro Gattuso habe laut der Marca mit Cavani gesprochen und wolle ihn unbedingt in seinem Team haben. Zuvor soll aber der zuletzt in der TM-Gerüchteküche bei Borussia Mönchengladbach gehandelte Maxi Gomez abgegeben werden. La Liga wäre für Cavani die vierte Top-Liga, nachdem er bereits für die SSC Neapel in Italien, PSG in Frankreich und Man United in England spielte. Nach den Gerüchten ist vor der Statistik des Tages und wir dachten uns, okay, wir stellen einfach mal eine Top 5 zusammen mit den Spielern mit den meisten Platzverweisen im 21. Jahrhundert und wir starten mit Platz 5 mit Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede kommt in seiner wirklich langen Karriere auf sage und schreibe 15 Platzverweise in 815 Spielen. Das als Stürmer wohlgemerkt. Auf Platz 4 Rafael Marquez, der Mexikaner, kommt auf 16 in 561 Spielen. Er hat ja seine Karriere schon längst beendet. Ebenso er hier, Felipe Mexis, 16 Platzverweise, 551 Spiele. Er auf Platz 3 und da ist dann auf Platz 2 Thiago Motta. Der Brasilianer kommt auf 18 Platzverweise in 514 Spielen. Auch er hat seine Karriere beendet und auf Platz 1 ist noch einer, der nach wie vor voll im Saft steht. Sergio Ramos, 27 Platzverweise in 733 Spielen. Ich meine, er ist Innenverteidiger, das sollte man ihm durchaus zugestehen. Hier sehen wir dann nochmal die komplette Übersicht. Ibrakadabra mit 815 Spielen, das muss ich nochmal erwähnen. Der Mann ist 40, spielt immer noch. Absolut Wahnsinn, was der Schwede leistet. Und dann sind wir zu guter Letzt bei unserem News-Ticker leider Gottes mit einer wirklich schlechten Nachricht. Der gerade erst in diesem Sommer von PSG gekommene Gini Wijnaldum wird voraussichtlich lange fehlen, da er sich im Training einen Schienbeinbruch zugezogen hat. Je nach Ausfallzeit könnte Wijnaldum neben Teilen der Hinrunde auch die Weltmeisterschaft mit den Niederlanden in Katar verpassen. Anfang Juli kehrte David Brooks beim AFC Bournemouth nach erfolgreicher Behandlung gegen Lymphdrüsenkrebs ins Training zurück. Jetzt hat er seinen Vertrag langfristig verlängert. Wie die Sherries mitteilten, ist der 25 Jahre alte Offensiv-Allrounder nun bis 2026 an den Club gebunden. Seitdem Oliver Kreuzer 2016 übernommen hat, weist der Karlsruher SC eine positive Transferbilanz von 2,25 Millionen Euro auf. Grund genug, mit dem 56-Jährigen vorzeitig zu verlängern, der nun bis 2025 statt wie zuvor bis 2023 gebunden ist. Damit setze der Club auf Kontinuität in der Führungsebene, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montagnachmittag. Das war TMTV mit unserer großen Dienstagssendung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und wir haben jetzt noch zwei Videoempfehlungen für euch. Einmal oben die Playlist TM Chroniken und unten unser aktuellstes Video. Macht's gut, bis die Tage. Ciao, ciao.